Kuchen-TV. Den mag ich ja gar nicht. Aber da können wir mal kurz rein in die Olga. Der hat was über Roos gesagt, der hat was über Stay gesagt. Stay mag ich ja gar nicht. Der ist mir zu glatt. Der ist mir zu, ja, weiß nicht, eklig geheuchelt irgendwie. Finanzamt Schulden, 600.000 Euro Haus, YouTube-Beef, Roomtour bei Kuchen. Ah ja. Ja, ich hab da ein bisschen reingehört. Gehen wir erstmal hier rein. Bist du bereit, dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen? Skaliere mit Shopify, der Commerce-Plattform für den Handel. Alles, was du brauchst, um dein Oh. Business auszubauen. Jo, Freunde, der Nase. Stream. Nase. Aleikum Salam. Alles gut soweit. Wir gehen mal hier bei Kuchen rein. Stay und Leon Mascher und keine Ahnung was. Stay hat da, glaube ich, ein bisschen reingeschissen. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Leon Mascher und Stay. Ich weiß, das Ganze ist schon so 2 Wochen her. Allerdings musste ich erstmal meiner Misogynie freien Lauf lassen. Deswegen kamen erstmal die Videos zur Shoyoka. Und ja, ich weiß, heute kümmern wir uns um zwei Männer. Komplett langweilig, weil die machen eh keine Fehler. Aber wenigstens ist einer von beiden übergewichtig. Wir werden also schon unseren Spaß haben im Gegensatz zu Stay im Fitnessstudio. Aber was ist überhaupt passiert? Leon Mascher hat im Dezember wieder angefangen, einige Videos hochzuladen. Unter anderem ein Video, wo Simon Desue 11 Frauen getroffen hat. Und diesen Kommentar. Wenigstens ist einer von beiden übergewichtig. Warte mal. Leon Mascher und Stay. Stay? Oh ja. Weiß ich nicht, ob man da jetzt sagen kann, der ist fett. Der ist ja auch groß, ne? Wie groß ist der? Über 1,90, glaube ich. Hier feiere ich einfach wirklich mega. Lass dir bitte von jedem was sagen und drück weiter auf die Bremse. Auf jeden Fall kam dann ja das erste Statement von ApoRed raus, wo er gesagt hat, dass er gar kein Geld mehr hat. Das Ganze war allerdings gefaked, denn das war die Bestrafung von einer Folge, wenn du Eier hast. Und in dieser Folge hat Leon Mascher am Anfang das hier gesagt. Falls jemand darauf reagieren möchte, Reaction bitte erst nach 48 Stunden hochladen. Danke. Daran haben sich natürlich. Was man voll und ganz verstehen kann, erst nach 48 Stunden zu reagieren. Gerade wenn es alle großen YouTuber machen. Einige Leute nicht gehalten. Allerdings hat Leon Mascher vorher das Video bei Content ID eingereicht, so dass die Videos automatisch gesperrt werden. Also Wie kann man das machen? Wie kann ich meine Videos vorher bei Content ID einreichen? Das muss ich mal googeln. kein Strike, man konnte sie quasi einfach nur nicht veröffentlichen. Und Stay fand das Ganze natürlich so schlimm, dass er 2 Tage warten muss, um die Arbeit von anderen. Was machst du zurzeit? Das ist Privatsache, Bruder. Das wird, wie soll ich sagen, da ist noch nicht so spruchreif, ne? Also wenn es um Arbeit geht oder so, das sage ich sowieso nicht, weil ich keinen Bock habe, dass Leute irgendwie herausfinden, wo ich arbeite, wie ich arbeite und dann irgendwie, keine Ahnung, da deswegen Faxen machen oder so, ne? Sei es schlechte Bewertungen oder sonst wie was. Deswegen dahingehend sowieso anonym. Und was so dieses, was machst du, was startest du und so, dann kann ich dazu nur sagen, das wird lustig. Das wird lustig, Brudi. Da werden auf jeden Fall einige Kinnladen runterfallen. Aber lass erstmal Sommer werden. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Einfach so auf seinem Kanal hochzuladen, dass er ein 13-Minuten-Rage-Video hochgeladen hat. Leon Mascher hat dann auch darauf geantwortet und ihn meiner Meinung nach auch komplett hops genommen. Und das Ganze gucken wir uns heute einfach mal an. Stay frontet natürlich am Anfang erstmal grundsätzlich den Content von den beiden und zwar so hier. Also einen Tag später habe ich mir dieses Video in diesem Stream auf Twitch angeguckt. Aber nicht das ganze Video. Weil ganz ehrlich, Leon Mascher zusammen mit ApoRed durch die Straßen laufen zu sehen, da kann ich auch einfach RTL Mittag angucken und irgend so eine, das ist für mich absoluter Trash-TV, das kann ich mir nicht reinziehen. Ansehen. Oh, das kann der Stay sich nicht reinziehen, wa? Hör mal, wenn der Typ so redet, ne, da krieg ich irgendwie, da krieg ich ein bisschen. Krieg ich so ein bisschen Ekel-Vibes bei dem, ne? Weil der auch so künstlich und aufgesetzt ist und so dieses einfach nur die Meinung seiner Zuschauer bedienen muss und will, auf Teufel komm raus. Ah, ganz, ganz unangenehmer, schrecklicher Typ, ey. An sich ging das natürlich nur an das Format, wenn du Eier hast. Und an sich ist es ja auch komplett in Ordnung, diesen Content halt nicht gut zu finden. Er hat schon recht, wirklich krassen Inhalt bietet das Ganze nicht. Es ist natürlich aber halt auch nur zur Unterhaltung da. Aber was ich etwas komisch finde, die anderen Videos von ApoRed sind ja eigentlich nicht besser. Ich meine, da sitzt irgendein dummer Mensch, der die ganze Zeit lügt bis zum geht nicht mehr. Und das ist im Grunde ja genau das Gleiche, was im AsiTV auch die ganze Zeit läuft. Der Content ist aber komischerweise wieder so gut, dass Stay wirklich. Guck dir das mal an. Junge, du müsstest von deinen letzten Aufrufen, Alter,
Keine Ahnung. Drück mal die Hälfte an ApoRed ab, Alter. Ehrlich. So viel wie du. Ja, ist unglaublich. Mich auf jedes Video reagiert, was irgendwas mit ApoRed zu tun hat oder was ApoRed selber hochlädt. Da schmecken die Klicks dann plötzlich doch ziemlich gut. Genauso kritisierst du zwar das Format, wenn du Eier hast, auf die Bestrafung, die sie am Ende hochgeladen haben, was ja mit zum Format gehört, das war dann doch plötzlich wieder so gut, dass man damit ein paar Klicks farmen kann, oder? Das Video wurde wie gesagt natürlich gesperrt, denn Leon hatte halt Content-ID an. Geschnitten und sollte im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht werden. Das Video wurde hochgeladen und instant gesperrt. Instant. Ohne sofort zu. Das hat auf den Kanal glücklicherweise keine Auswirkung, aber das Video wurde hochgeladen von meinem Cutter. Nicht sichtbar, nicht monetarisierbar, was jetzt erstmal nicht das Problem ist, aber es darf nicht angezeigt werden. Ja, das nicht monetarisierbar ist erstmal kein Problem, ne? Nein, nein, der Stay macht das nicht für Kohle. Ich verstehe halt hier nicht so ganz, warum Stay dieses direkt wurde das gesperrt so hervorhebt. Ich meine, Bro, du bist seit 10 Jahren Influencer oder so. Das ist ja Content-ID. Er halt hat angegeben, dass Videos gesperrt werden, die Inhalte von seinem Video benutzen. Es ist nicht so, dass da jemand gewartet hat, bis dein Cutter das Video hochgeladen hat, um das zu sperren, sondern das ging komplett automatisch. Also hier überdramatisiert er das Ganze. Wer hätte gedacht, dass ich jemals mit KuchenTV in einem seiner Videos recht geben würde? Wer hätte das gedacht? Ich habe mich mit KuchenTV schon gestritten und der gute Kuchen hatte mich schon auf dem Schirm. Da habe ich so gerade 1000 Abos gehabt oder so. Das war ganz am Anfang, habe ich mich über Kuchen schon aufgeregt. Ich weiß gar nicht, worum es genau ging, aber ja. Danke auf jeden Fall darauf, dass du da damals auf so einen kleinen YouTuber wie mich da reagiert hast. Immerhin hat der gute Mann 1,1 Millionen Abonnenten. Das ist schon ein fucking YouTube-Gigant. Da gab's auch das erste Mal Shitstorm von seiner Community, Alter. Mann, Mann, Mann. Da hat man mal gemerkt, wie das ist, wenn du dich so als kleiner Fuzzi auf YouTube mit so einem Typen anlegst, der zig, hunderttausend Millionen Abonnenten hat. Der zig, hunderttausend oder Millionen Abonnenten hat. So. Schon, damit der Hass gegen Leon größer wird. Deswegen hatte Leon ja auch eigentlich gesagt, dass man 48 Stunden warten soll. Deswegen verstehe ich das Problem ehrlicherweise nicht. Stay hat dann eine Aktion durchgeführt, die kann man wirklich nicht toppen. Also wie so ein bockiges, trotzendes Kind hat er dann nämlich Folgendes versucht. Und bin in das Originalvideo gegangen und habe jede einzelne Zeitspanne rauskopiert, sie protokolliert und eine Urheberrechtsbeschwerde mit einer Sperrung des Originalvideos an YouTube geschickt. Es ist offensichtlich eine Urheberrechtsverletzung, wenn ich die Punkte rausnehme. Das ist auch nicht die feine englische Art. Aber ich habe das ja gemacht auf Basis der Tatsache, dass Fremdcontent von mir benutzt wurde und dass man mich dann einschränken will, Fremdcontent zu nutzen. Ich habe da kein Problem mit. Also erst... Boah, Alter, ey. Das hat er nicht gemacht, oder? Wie es meinem Fuß geht, soll ich ein Bild machen? Da war ja ein riesengroßes Loch, ne? Hatte ich euch das gezeigt? Das war ja abartig. Oh, das war waschen. Wie geht es meinem Fuß? Von diesem riesengroßen Loch, was ich im Fuß hatte, sieht man noch das hier. Warte, sieht man das? Da. Die kleine Macke da sieht man noch. Sieht man das? Ja. Und ist halt immer noch dick, ne? Ist krass, wie lange das jetzt schon her ist, ne? Monate ist es her. Und ist immer noch... Ist immer noch taub, dick und tut weh. So sah ja der Fuß dann davor aus, ne? Hast du gesehen? Ja. Mir sind Arbeitsplatten drauf. Also was heißt, diese Displays. Ihr kennt doch hier die Displays, die ich habe. Naruto, dies, das, Terminator. 7 Stück davon sind auf über 2 Meter Höhe auf meinen Fuß oben drauf geknallt. Was dann eine Quetschung gab. Durch die Quetschung ist dann totes Gewebe entstanden. Unter dem toten Gewebe war dann eine Entzündung, ne? Und das musste ausgeschabt werden, Loch, dies, das. Achte mal, jetzt kommt das Ekelfoto. Seht ihr das? Das ist mein Loch im Fuß. Da hier die Sachen, Alter. Ja. Und mittlerweile ist nur noch diese kleine. Ich glaube, Gefühl kriege ich da nicht mehr zurück. Loch ist Loch. Loch ist Loch, ja. Habt ihr ja gesehen, wie riesig das war? Ja, nee, das ist aus medizinischen Zwecken kann man sowas zeigen. Da kann niemand sperren. Ich lade es dann nicht bei YouTube hoch natürlich, aber ansonsten. Ja, genau, Bakterien, Keime, dies, das. Das hat ewig lang gedauert, ich sag euch das.
Und alle zwei Tage musste ich dann zum Chirurgen und da Verband wechseln lassen. Die haben dann so komische Algenpads in die Wunde reingelegt. Und das ist dann von unten nach oben quasi ja verheilt. Neurodermitis ist auch nicht so toll gerade. Also hier an der Hand sieht man es, ne? So. Ist bei mir auch schlimmer geworden, aber, und das kann ich dir auch empfehlen, das hat mir jetzt ein Freund empfohlen. Ich hab nächste Woche irgendwann, nächste Woche oder übernächste Woche, und auf den Termin warte ich jetzt schon seit 2 Monaten. Ich habe letztes Jahr angerufen für einen Termin beim Dermatologen, hier in Düsseldorf. Und ich werde in Düsseldorf zu so einem Dermatologen gehen. Das hat mir ein Freund empfohlen wegen einer Spritze, ja. Und das ist eine Spritze gegen Neurodermitis und Schuppenflecht und so weiter. Und der Kollege hat die Spritze bekommen. Innerhalb von einer Woche, von 2 Wochen hat er so gut wie nichts mehr gehabt. Ne? Und deswegen, da habe ich jetzt nächste Woche irgendwann meinen Termin. Nächste Woche, übernächste Woche. Und dann hoffe ich, dass da für mich auch diese Spritze in Frage kommt. Da gibt es verschiedene. Und ja, dann ist hoffentlich der ganze Scheiß dann weg, ne? Wie gesagt, der Kollege hat gar nichts mehr. Ich glaube, das ist auch nicht nur eine Spritze. Die musste, glaube ich, öfter machen. 3-mal oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So genau weiß ich das auch noch nicht. Aber dafür gehe ich ja zum Arzt. Ich kann ja dann Feedback abgeben, ob das bei mir auch so gut geholfen hat. Also ich kenne jetzt schon 2 Freunde, die eine Spritze gemacht haben und die danach nichts mehr hatten. Und ja, wenn das bei mir dann auch weggeht, kann ich ja mal davon berichten, ne? Und dann jeder, der auch mit der Scheiße zu kämpfen hat, kann sich ja dann bei seinem Arzt erkundigen. Und inshallah kann euch dann auch geholfen werden, ja? So, jetzt machen wir mal weiter mit dem Video hier. Mal, wie hobbylos muss man eigentlich sein, um alle Mini-Ausschnitte, die so 3 Sekunden gehen, extra per Timestamp rauszuschreiben, um das dann an YouTube zu schicken, damit das Video von Leon gesperrt wird. Aber warum hat Stay das Ganze gemacht? Sein Punkt, warum das Ganze komplett in Ordnung und auch gar nicht krank ist, ist folgender. Auf Leon, wenn irgendjemand da draußen Fremdcontent verarbeitet, dann hat er leider, und das ist einfach so, keinen Anspruch darauf, moralisch gesehen und eigentlich auch im Zusammenhang mit den YouTube-Rahmenbedingungen, die uns alle am Leben erhalten, Anspruch darauf zu bestimmen, wann andere Leute aus Fremdcontent verwendetem Fremdcontent das verwenden. Und an sich würde ich Ihnen hier auch zustimmen, allerdings nicht in diesem Fall. Nehmen wir einfach mal an, dass ApoRed tatsächlich die Eier hätte, auf die Videos von Mimi zu reagieren. Dann könnte Mimi meiner Meinung nach nicht von ApoRed verlangen, dass 48 Stunden gewartet wird, weil da ja schon sehr heftige Vorwürfe drin sind. Wie hält HelloFresh die Zutaten kalt und frisch? Die Zutaten machen zwischen dem Lieferanten und meiner Küche nur... Wo ist denn da denn wieder... zu dem man sich natürlich dann äußern wollen würde. Aber was? Was für Kommentare hier wieder sind, ne? Oh. Dein Kanal war doch gesperrt. Du bist nicht mehr derselbe wie früher. Wir wollen Beef sehen. Fang Beef an. Ah ja. Aber du bist krass, wenn du Kopfhörer suchst. Ach ja. Stay irgendwie großartig Inhalt vom Video? Wurde er jetzt gefrontet oder fertig gemacht, sodass man wirklich sagen kann, okay, der muss auf jeden Fall was dazu sagen? Nein, das Ganze ist nicht passiert. Es wurden immer die Statements von ApoRed gezeigt und danach die Statements der YouTuber und Leon hat das Ganze so zusammengeschnitten. Digga, einfach alles ist weg. Einfach alles. Ehrlich, Digga, alles ist weg. Nix mehr ist da. Alter, ich fass es nicht. Ich hab ja fast ein bisschen Mitleid, wenn er uns nicht Monate, Jahre lang die Hucke voll gelogen hätte. Mach mal die nächste Seite, weiß gar nicht, wo wir sind, Digga. Das Ganze wurde auch von... Das ist auch so geil, ne? Dieses, wenn er uns nicht Monate... und jahrelang die Hucke vollgelogen hätte. Als wenn irgendeiner ein Recht drauf hat, als wenn irgendjemand das die Wahrheit gepachtet hätte. Als wenn irgendjemand da draußen ein Recht darauf hat, von jemandem, der irgendwie bei Social Media aktiv ist, die Wahrheit zu hören. Hä? Also, weiß ich nicht. Was ist das hier? Ja, genau. Geh mir nicht auf den Piss. Warte mal. Jetzt kann ich den darüber nicht sperren. Das ist doch nervig. So, muss das hier rüber machen. So, und weg mit dir. Ja, trotzdem hat niemand das Recht darauf zu erwarten, dass jeder in allen Punkten irgendwie immer die Wahrheit sagt. Erst recht nicht,
bei so jemanden wie Upper Red, der da irgendwie so ein Image aufrechterhalten muss und auf den da alle einschlagen, alle einprügeln. Von wegen aus meinem Mund fragwürdig. Mir wurde unterstellt, dass ich gelogen habe, obwohl einfach gewisse Sachen nicht stattgefunden haben. Ja, also zwischen man kündigt etwas an und das klappt nicht und deswegen passiert es nicht und ich lüge jemanden an, ist ein himmelweiter Unterschied. Eine Lüge ist es, wenn ich genau weiß, dass etwas nicht stattfindet und ich es trotzdem sage und nicht wie jetzt hier beim Kampf mit Manuelsen, ja? Oder noch besser, der Kampf mit Ring Life und Smolik, ja? Wo dann bei Smolik herauskommt, er hat einen Gehirntumor. An dieser Stelle alles Gute an Smolik und gute Besserung. Ich glaube, der ist auch schon auf dem Weg der Genesung. Und deswegen der Kampf nicht stattfindet. Ne? So, hat jetzt der Smolik gelogen? Hat jetzt der Edmund gelogen? Nee. Es sind Sachen passiert, die nicht vorhersehbar waren, weshalb ein Kampf nicht stattgefunden hat. Ne? Deswegen, die Leute sind immer schnell dabei mit, oh, der hat aber gelogen. Mehreren Leuten rangeschnitten. Und hier kannst du doch nicht eine Reaction, wo du auf das komplette Video reagierst, damit vergleichen, dass Leon Mascher vereinzelt Ausschnitte von ein paar Sekunden mit drangehangen hat, um zu zeigen, wie YouTuber darauf reagiert haben. Das ist das. Du hast aber auch schon ein paar Mal gelogen auf Social Media, oder etwa nicht? Wo habe ich denn gelogen auf Social Media? Wo habe ich denn auf Social Media gelogen? Ich habe Ansagen gemacht, die ich nicht einhalten konnte. Aber ich habe nicht bewusst irgendwo gelogen. Das ist überhaupt nicht das Gleiche, Alter. Du nimmst damit... Ist jetzt auch egal, weil zu dem Thema mit ich habe reflektiert, gehört auch, dass ich auf so Leute wie dich nicht mehr eingehe, die hier Negativität verbreiten und irgendwelche Diskussionen starten wollen, weil ich reagiere gerade auf ein Video, es geht um was anderes und da habe ich leider keine Zeit, um mich auf so einen Kommentar einzulassen. Leon Mascher halt einfach die Klicks weg. Denn egal, ob man Leon oder ApoRed mag oder nicht oder ob man das Format gut findet, hat er sich ja wirklich Mühe gegeben, hier ein unterhaltsames Produkt hochgeladen. Vollkommen egal, ob man das jetzt persönlich gut findet oder nicht. Leon Mascher hat in seinem Statement-Video das Ganze auch sehr gut zusammengefasst. Das ist so eine Respektsache. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach Content-Creator. Ich bin kein Reaction-YouTuber. Andere Leute sitzen vor der Linse. Zum Beispiel jetzt ein Stay, Digga. Der sitzt vor der Linse, schön auf seiner Couch, Digga. Macht seine Reaction an, tak, tak. Und meckert, warum er nicht nach 48 Stunden hochladen darf. Ja, Bro, ich habe Reisekosten. Ich investiere Zeit in das Video. Ich investiere Cash in die Kamera, Leute, und so weiter. Ich bin Content Creator. Mann, wenn ich meine Videos kreiere und ihr sozusagen in mein Video nur, sagen wir mal, 1%, 2%. Ja, guck mal, ich antworte noch kurz da drauf und danach ist das Thema für mich gegessen. Kuckopop oder Kuckopoop. Du hast behauptet, Juicyfield sei von der BaFin freigegeben worden. Das war falsch. Die BaFin hat das Wochen zuvor verboten. Das war meine eigene Info, dass die BaFin Juicyfield wieder freigegeben hat, weil das in mehreren Gruppen so berichtet worden ist. Ja, und wenn ich nicht von Juicyfield überzeugt gewesen wäre, ne? Und daran ja nicht geglaubt hätte, dann hätte ich ja nicht selber die Kohle verloren. Okay? Deswegen, da war ich falsch informiert und habe eine Falschinfo weitergegeben, aber ich habe nicht gelogen. Nochmal, eine Lüge wäre es gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass Juicyfield nicht von der BaFin freigegeben worden wäre und ich es dann trotzdem behauptet hätte. Aber ich wusste es nicht besser. Ne? Wenn du etwas nicht besser weißt, dann kannst du nicht lügen. Vorkommt, Digga. Eure Reaction macht mein Video nicht aus, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Aber das Video jetzt oder auch... Ja, Diskurs mit der Community ist wichtig, aber man muss unterscheiden zwischen Leuten, die einen eventuell trollen wollen oder aus der Reserve locken wollen und zwischen wirklich festen Leuten aus der Community, die hinter einem stehen und für einen sind. Ne? Und da beschäftigt man sich lieber mit den Leuten, die für einen sind, als mit Leuten, die gegen einen sind. Weil man sollte sich halt auf das Positive fokussieren und nicht auf das Negative. Andere Videos machen eure Reaction aus, vielleicht zu 80%. Das heißt, ihr seid dann quasi in dem Moment abhängig von den Leuten, die dann halt Videos kreieren. Sei es ein Julian Bam oder sonst wer, Digga. Da habt ihr auch immer 48 Stunden gewartet, da hattet ihr den Respekt. Ah, Julian Bam hat Geld in das Projekt investiert, selber Geld aus der Tasche finanziert, aber beim Leon, das ist... Ja, weil jede Menge Leute gesagt haben, das sei Scam. Und sorry, aber 2 Jahre lang hat der ganze Scheiß funktioniert. Und 2 Jahre lang hat mein Onkel damit Geld verdient.
Und das ist nichts anderes als das, was ich gesagt habe, ja. Und ich bin dadurch auch auf die Fresse geflogen so weiter. Deswegen weiß ich nicht, was du gerade willst. Es ist völlig egal, was du gesagt hast. Und es ist völlig egal, dass ich dich deswegen gebannt habe, weil ich war ja der Meinung, dass es kein Scam ist, ne? Und ich konnte dieses, das ist Scam nicht mehr hören, weil, ganz einfache Sache, auch wenn die Scheiße kein Scam gewesen wäre, hätten Leute einfach behauptet, es sei Scam, wie es immer ist, ja? Immer, wenn da irgendwie was ist, heißt es sofort von Leuten, ach, das ist sowieso Scam. Ganz einfaches Beispiel, das Projekt, was ich mit Monetendave hatte, oder was wir vorhatten zu starten, das war kein Scam. Leute hätten damit richtig Kohle verdienen können. Der Monetendave ist letztes Jahr schon wieder bei über 500.000 Euro Portfolio gewesen. Hat wieder richtig Kohle mit Krypto gemacht. Und das war auch kein Scam. Da hat auch wieder jeder gebrüllt, es sei Scam. Deswegen reagiere ich einfach allergisch auf Leute, die grundsätzlich immer rumschreien, dies sei Scam und jenes sei Scam. Weil es gibt da draußen auch Sachen, die sind einfach kein Scam. Auch wenn es viel Scam gibt. Ja, ist richtig. Aber nun mal nicht alles. Scheißegal, da haben wir keinen Respekt. Wieso? Weil der hat einmal unsere Fratze genannt. Egal, was man von den beiden hält. Die beiden haben ja eine Aktion durchgeführt, wo gerade wir Reaction-YouTuber und Meinungsblogger super drauf reagieren oder eigenen Content machen können und damit super leicht Cash verdienen. Wo ist das Problem, aber dann 48 Stunden zu warten, wenn Leon Mascher... Guck mal, ich habe in meinen Augen nicht Leute gebannt, die einfach anderer Meinung waren, sondern ich habe in meinen Augen Leute gebannt, die einfach chronische Neinsager und Pessimisten sind. Moneten Dave und ich hatten eine Schulung vor und man hatte vorgeworfen, dass das Scam sei, dass wir da Leute ausnehmen würden, dass es ein Schneeballsystem wäre. Dabei war das ein einfacher Lehrgang, wo wir Kohle für wollten und wo man unser Portfolio hätte nachkaufen können. Mehr nicht. So, ihr hättet einfach zur selben Zeit wie wir immer unser Portfolio nachkaufen können. Zu den Zeiten, wo wir es nachkaufen. Und wir hätten das völlig euch transparent offengelegt. Und dafür hätte man Geld bezahlt. Und da dann mit Schneeballsystem oder sonst wie was kommen, das ist halt, ne? Aber egal, wie gesagt, ich reagiere hier gerade auf ein Video und jetzt ist auch mal gut. Extra nach Istanbul fliegt. Du verdrehst ja auch die ganze Zeit meine Aussagen, deswegen habe ich auch gar keinen Bock mehr mit dir drüber zu reden. Sich das Ganze ausdenken, das Ganze drehen, das Ganze ist auch tatsächlich sehr gut geschnitten. Während du einfach nur zu Hause faul auf deinem Sessel sitzt, mit McDonald's-Tüten am Fußende und einfach den Content 1:1 übernimmst und dann hochlädst, mit einzelnen Kommentaren von dir. Warum kann man da keinen Respekt gegenüber der Arbeit von Leon Mascher haben? Das Einzige, was Leon gemacht hat, ist ja wirklich Mini-Ausschnitte von Stay einzublenden, um zu zeigen, wie YouTuber auf das UpRed-Statement reagiert haben. Das Ganze sogar noch mit Quelle und wie gesagt immer nur kurze Ausschnitte. Das Ganze jetzt sperren lassen zu wollen, weil man nicht 48 Stunden warten will, bis man 1:1 das Video neu hochlädt, ist halt an Unverhältnismäßigkeit wirklich nicht zu überbieten. Dein ganzer Content besteht einfach nur aus Reactions und das ist ja auch gar nicht schlimm, das ist gar kein Problem. Aber wenn du schon selber... Das ist echt krass, wie viel Kohle er damit macht, ne? Wie viel Kohle der damit macht. 100.000 bis 300.000 Aufrufe. Ein Politikthema geht nicht so gut. Ja, komm, geht's um Mimi und UpRed. Geht's direkt ab. Null kreativen Content machst, dann halte dich doch wenigstens daran, dass Leute, die dir ihren Content schenken... 24 mal gesund essen für 87,89 Euro. Genau, das kannst du jetzt mit dem neuen Probierpaket von Löwenanteil. Womit du mehr als genug Geld machen wirst, sagen, dass man 48 Stunden warten soll. Wo ist das Problem? Die Ausschnitte, die von dir gezeigt worden sind, waren jetzt nicht so wichtig, dass man sagen kann, okay, Stay muss aber unbedingt ein Statement dazu abgeben, also der wurde hier ja wirklich fertig gemacht. Und Stay argumentiert auch genauso weiter wie ein 12-Jähriger. Und dann kommt mein Anwalt und spricht mit seinem Anwalt. Und was in dieser Zeit passiert, und das ist ganz wichtig, und das war mein Ansatzpunkt, du kriegst kein beschissenes Geld aus deinem beschissenen Dezember wieder. So lange, wie das nicht geklärt ist. Ha! Das heißt, jeder verfickte Cent, der mit dem beschissenen YouTube-Video gemacht worden wäre, wäre eingesperrt, niemand hätte irgendwas bekommen und bis die rechtliche Sicherheit abgeschlossen worden wäre, wäre alles eingefroren gewesen.
Haha, ich nehme dir dein Geld weg. So einfach. So, Bro. Also, Leon hat im Dezember 4 Videos hochgeladen. Glaubst du wirklich, dass Leon Mascher von seinen YouTube-Einnahmen lebt? Und ja, man verdient im Dezember am meisten, aber Leon wird jetzt kaum von 4 Videos leben können das ganze Jahr. Vor allem hatte er sogar noch Kosten für das Video. Die hat er auch eingeblendet. Und bis auf den zu teuren Schnitt des Videos, meiner Meinung nach, wirkt das Ganze auch realistisch und das kann tatsächlich auch so stimmen. Warum nimmst du die raus? Wegen ein paar kleinen Mitschnitten, die nicht mal wirklich wichtig gewesen sind oder dich fronten, dir rauszunehmen, zu versuchen, sein Video sperren zu lassen, damit er seine Kosten für das Video nicht decken kann. Es ist ja nicht mal ein Strike gewesen. Nach 48 Stunden wäre das Video frei gewesen, du hättest es hochladen können und alle sind glücklich. Stattdessen heulst du rum wie so ein 12-jähriger kleiner Junge, der rumheult, weil er kein Lolli bekommt. Die Sperre ging dann irgendwie nach 43 Stunden oder sowas weg und Stay hat sich natürlich riesig gefreut. Um 14:30 Uhr, hey Stay! Good news. One copyright claim from ApoRed Fake Statement, wenn du Eier hast, has been released. There are no more copyright restrictions on your video. Wisst ihr, was halt das Schlimmste daran ist? Stay denkt halt jetzt wirklich, dass er dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Videos wieder frei sind. Was mich daran triggert ist, dass er wirklich die peinlichste und cringigste Aktion des Jahres durchführt und sich dann auch noch bestätigt fühlt, weil die Videos... Das passt echt auf keine Kuhhaut, ne? Stay ist so ein... unsympathischer Typ. Die es sowieso geplant gewesen sind, nach einer gewissen Zeit freigeschaltet worden sind. Er feiert sich auch hier nochmal dafür ab. Wenn du Eier hast, machst du sowas nicht nochmal. Ansonsten zieh ich durch. Ich zieh dann einfach durch. Aber ich will mal nicht so sein, weil ich glaube, man tritt nicht, wer am Boden liegt. Ich bin noch ein bisschen tilt, ehrlich gesagt. Was möchtest du denn das nächste Mal durchziehen? Die Anforderung einer Sperre, die bei YouTube niemals durchgeht, weil er darf diese Ausschnitte benutzen, oder den rechtlichen... Das Schlimme ist, dass ich Kuchen in diesem Video echt recht geben muss. Das ist das erste Kuchen-TV-Video, wo ich einfach von Anfang bis Ende sagen muss, Kuchen alles richtig gemacht. Einen Weg, in den du mit einem Anwalt vorgehst, wo du zu 100% verlierst, weil Leon Mascher kein einziges Recht gebrochen hat? Oh, da wird Leon aber sicherlich das nächste Mal richtig Angst haben. Alle Videos sind frei. Grüße gehen in die Runde an Alpha Kevin, an Karl, an jeden, der jetzt eine Reaktion hochladen will. Die sind jetzt alle frei. Ihr könnt jetzt alle hochladen. Ist jetzt alles frei. Ursprünglich wurde mir gesagt, sollte, ich zitiere das einfach mal, ab 18 Uhr könnte es vielleicht funktionieren. Stay denkt halt wirklich, dass diese ganzen Videos jetzt wegen ihm freigegeben worden sind. Und ja, es kann natürlich sein, dass die Videos vielleicht ein paar... Oh Mann, Alter, der Stay ist so hohl, ne? Der ist so hohl, wenn er echt denkt, das hat was mit ihm zu tun. ...ein paar Stunden früher freigeschaltet worden sind, weil weder Leon Mascher... Du bist ein krasser Hero, Stay. ...noch sein Management Bock haben, sich mit so einem Kinderquatsch auseinanderzusetzen. Aber Leon hat in seinem Statement auch gesagt, dass die Videos sowieso alle freigeschaltet werden sollten. Also was feierst du dich dann dafür? Du hast nichts erreicht, Bro. Und dann wird das genommen, was die mit diesen Clickbait-Scheiß im Dezember auch veranstalten wollen. Nämlich CPM-Farming. Denn sobald ich das mit dem CPM erwähnt habe, das hat keine halbe Stunde gedauert, war der ganze Scheiß wieder offen. Wie gesagt, bin ich mir zu 100% sicher, dass Leons Video sowieso nicht gesperrt worden wäre. Wenn es so einfach wäre, ein Video sperren zu lassen, weil 2-3 Ausschnitte von jemand anderen da drin sind, dann wären wir meines Bloggers schon alle komplett weggestrikt. Außerdem war Leons Video ja sowieso schon 2 Tage online. Also die krassen Klicks hat er sowieso schon mitgenommen. Der Verlust des Geldes wäre also wirklich minimal am Ende gewesen und hätte ihn wahrscheinlich nicht mal wirklich gejuckt. Dazu muss man auch einfach sagen, Leon wird ja offensichtlich nicht von YouTube leben. Können wir alle von ausgehen, wenn er 4 Videos im Jahr macht. Also, womit hättest du ihn geschadet? Das ist so eine dumme Trotzreaktion und Stay stellt sich halt trotzdem das ganze Video jetzt als absoluten King hin. Wenn du Content von anderen Leuten klaust. Ich sage auch nicht, wenn ich eine Reaktion auf irgendwen mache und immer wieder die Fresse einblende, du darfst aber nicht 48 Stunden drauf reagieren. Das ist Schwachsinn. Das ist frech. Das ist dumm. Und dann gibt's Stiche. Oh, dann gibt's Stiche, ja. Hoffentlich zur Fettabsaugung, Bro. Aber Clown ist es halt auch faktisch gesehen nicht. Die Uni Konstanz hat nämlich einfach mal geschrieben, wann das Zitatrecht greift. Und Leon Mascher hat alles davon eingehalten. Es ist faktisch gesehen kein Clown von Content, so wie du das vielleicht in einer Reaction machst, sondern er hat halt ein eigenes Werk daraus kreiert. Du hättest rechtlich gesehen gar keine Möglichkeit gehabt, das striken zu lassen oder da anwaltlich gegen vorzugehen. Auch hier übertreibt er wieder absichtlich, weil Leon Mascher sowieso unbeliebt ist und so
solange man ihnen alle möglichen Dinge vorwerfen kann, um sich selber besser darzustellen, nimmt Stay das natürlich gerne mit. Ich meine, Stay stellt sich doch sonst immer als so intelligent hin. Aber so Dinge wie das Zitatrecht kennt er nicht, oder was? WTF? Stay sagt dann auch noch das hier. Wo eine Menge Leute darauf reagieren, wo wir auch eine Zeit lang die Videos geguckt haben, ist überhaupt kein Problem. Das ist origineller Content, der darauf aufbaut, nicht irgendwas anderes mit rein... Was hat er mittlerweile eigentlich für einen absoluten Gay-Hintergrund, Alter? Mit diesem pinken Licht, dem pinken Kabel, pinken Gitarre, da was Pinkes, da was Pinkes, rosa Lachs, ach, Alter. ...einzubringen, aber sobald, und ich wiederhole, sobald das nicht mehr so ist... Dann auch noch dieses Glitzer dabei, schrecklich, ey. ...ist, sobald du... Fremdverwertung machst aus anderen Streams von Videos, kannst du dir das nicht mehr auf deine Fahne schreiben. Okay, dann habe ich mal eine Frage an dich, weil das würde mich wirklich interessieren. In der neuesten Entschuldigung von Mimi an ApoRed komme ich ebenfalls ganz kurz vor. Da wurde ein TikTok-Livestream von vor einem Jahr von uns gezeigt. Dürfte ich jetzt auf diese 48 Stunden scheißen mit der Begründung, naja Bro, ich bin halt auch Teil deines Videos, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, aber ich bin da ja drin. Also darf ich das ja dann einfach hochladen? Ich meine, da hättest du dich doch bestimmt als Erster drüber beschwert, wie respektlos das ist, dass es nicht eingehalten wird. Denn es geht hier nicht darum, irgendwie Content von kreativen Leuten zu schützen, sondern von wem der Content geschützt wird. Bei Mimi ist das kein Problem, bei der ist cool, macht nice Videos, aber Leon und ApoRed, boah, die sind so unbeliebt, da muss man sich gar nicht dran halten. Und das ist einfach respektlos der Arbeit gegenüber, während man selber, wie gesagt, null Kreativität in seinen Videos hat. Ich meine, man muss doch immer noch gucken, in welchem Umfang und wie genau der Content benutzt worden ist. Und hier sehe ich keinen Grund, warum man diese 48 Stunden nicht abwarten sollte. Der CPN kann dann doch sich schmecken lassen, alle profitieren, ne? Und Leon Mascher kann sich vom Dezembergeld wieder das ganze nächste Jahr durcharbeiten. Auch, dass Day einfach denkt, dass 4 Videos im Monat ausreichen, damit er ein Jahr davon leben kann, ist ja wirklich absolut lächerlich. Leon Mascher hat in den letzten 30 Tagen ungefähr 1,7 Millionen Aufrufe gemacht. Und selbst wenn er 7.000 Euro pro 1 Million Klicks bekommt, was er nicht mal getan hat, wären das halt nicht mal 14.000 Euro gewesen. Plus natürlich Steuern, die man darauf zahlen muss, die Ausgaben fürs Video und weitere laufende Kosten. Also, ja, Stay. Leon Mascher hat sicherlich nur im Dezember Videos hochgeladen, um dann ein Jahr wieder nichts zu machen, weil davon lebt er offensichtlich. Leon selber hat halt auch gezeigt, dass er mit diesem Video nur 4.500 Euro eingenommen hat. Also klar, das ist nicht wenig Geld, aber man muss ja noch die ganzen Ausgaben davon abziehen und davon kannst du halt... Ja, stabil aber, ne? So viel Geld würde ich auch gerne mit einem Video machen. 700.000 Aufrufe, 4.576 Euro. Schmeckt. Damit könnte ich arbeiten.